Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Ruckzuck-Video. Heute aus gegebenen und aktuellen Anlass. Denn mich hat da wieder gestern etwas ereilt. Naja, wenn ich ehrlich bin, hat sich das schon länger angekündigt. Aber ich habe mich davor gedrückt, ehrlich gesagt. Und das ist ein Thema, was sich da drumherum rankt. In der Naturheilkunde, da müssen wir drüber reden. Denn im Netz steht häufig, das könnt ihr immer machen, das ist eine super Sache. Und ganz so einfach ist das häufig ja nicht. Genau. Worum geht es? Es geht um Gallensteine. Ah, Diana hat Gallensteine. Ganz toll. Das muss ein Erbteil meiner Großmutter sein. Die hatte damit auch mal Probleme, musste wirklich alle 1,5 Jahre ins Krankenhaus, einen Schlauch schlucken und dann wurde ihr das entfernt. Ganz, ganz lästig. So. Und ich erfülle jetzt auch die Kriterien, die man haben oder meistens hat, haben kann, meistens hat, um für Gallensteine in Frage zu kommen. Die da wären, das sind 5 Stück, sagt man so, wenn man in die Literatur guckt und wenn man 5F-Regel eingibt bei Google, dann findet ihr das auch sofort. Und zwar, ich nenne euch die kurz, das ist Female. Female heißt eben weiblich, ja, kann ich bestätigen. Fair. Fair ist ein heller Hauttyp. 40, 40 oder älter. Ich bin ein bisschen oder älter. Fertile steht für Schwangerschaft. Ja, habe ich gehabt. 3 an der Zahl. Family, ja, erbliche Disposition. Genau, und fett. Ich möchte mich mal nicht als fett bezeichnen. Wobei ich ein wenig zugelegt habe, weil ich eben nicht mehr so super beweglich bin. Hier aber mit dem Rolli. Aber fett möchte ich das nicht nennen. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, ich hatte die Steine auch schon bevor ich weniger beweglich war. Ich habe einfach anscheinend wirklich Omas Erbteil erwischt. So, das bricht durch. Das sind die Kriterien, die häufig Frauen erfüllen. Frauen sind viel häufiger betroffen mit Gallensteinen als Männer. Warum das so ist, weiß man nicht. Und es gibt insbesondere so 2 Arten von Steinen, es sind gar nicht wirklich Steine, aber es sind Cholesterinsteine, also es ist eine Fettstoffwechselstörung, oder es sind Bilirubinsteine, Pigmentsteine. Bilirubin ist ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Häm. So, und da gibt es noch Pigmentsteine und so Mischsteine. Ich habe mal meine Steine nicht gestern, das war mir dann alles irgendwie auch zu viel und ich habe es auch schon mal gemacht, aufbewahrt und habe festgestellt, es sind gar nicht wirklich Steine. Das ist so Gries bis Graupen, großer Griddelkram, gelb-grün, wie Galle halt so ist und unheimlich fettig. Also ich habe ein Problem mit dem Fettstoffwechseln. Und so super fett esse ich nicht. Was ich aber mache, ich esse sehr viel Nüsse. Ja, ich lebe vegetarisch, dann esse ich Nüsse als Eiweiß. Ganz gerne. Naja, was soll ich machen? Worauf ich aber hinaus wollte, ist, was macht man dann? Und wenn das wieder so vorkommt, dass ich merke, ups, mir sitzt es wieder da, rechts unterm Rippenbogen habe ich dann so eine Delle und ich habe dann ja Verdauungsstörung insofern, als dass ich das Gefühl habe, die gesamte Verdauung stockt. Ich habe also keine Koliken, weil die Gallenblase versucht immer diese Steine loszuwerden und zieht sich immer zusammen. Und das sind diese kolikartigen Schmerzen, die sich bei einer Gallenblasenentzündung ergeben können. Das habe ich nicht. Ich habe einfach immer nur das Gefühl, boah, da sitzt rechts irgendwie ein Druck
Und in der Verdauung geht nichts vorwärts. Also es stockt immer mehr, es verlangsamt sich immer mehr. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich sehe irgendwann aus wie so ein schwangeres Eichhörnchen, weil ich einen unheimlichen Bauch habe, den ich sonst eigentlich nicht habe. Und ja, dann ist es wieder mal soweit. Da habe ich drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Entweder ich gehe ins Krankenhaus, schluck den Schlauch und lasse es mir rausholen wie bei Oma. Oder ich lasse mir gleich die ganze Gallenblase rausnehmen. Danach muss ich dann doch auf einiges verzichten, zum Beispiel meine Nüsse oder vorsichtiger essen zumindest. Oder ich mache es so, wie es im Netz, auch im Rahmen der Naturheilkunde, häufig erwähnt wird, als Leber-Galle-Reinigung. Und das ist etwas, was ich mache. Aber ich nicht bewusst nicht jedem einfach mal eben so empfehle. Ich weiß, die Empfehlung im Netz ist eine andere und ich sage an dieser Stelle, nein, Vorsicht, nicht ohne dass ihr das abklären lassen habt, was da eigentlich sitzt. Ich weiß bei mir, es ist klebriger Griddelkram und nicht ein dicker Stein. Ganz wichtig, denn wenn ihr diese Leber-Galle-Reinigung macht und ihr regt damit die Gallenblase an, das ist nämlich eine ganz starke Anregung der Gallenblase und die kontrahiert immer, die zieht sich dann immer zusammen und will dann diesen Stein loswerden, dann rutscht ihr direkt in eine Kolik rein und das bedeutet, ihr müsst dann ins Krankenhaus. Dann kommt der Stein auch raus mit Gallenblase, aber dann ganz anders, als ihr das ursprünglich dachtet. Das muss man nur wissen. Das heißt, ihr seid gut beraten, wenn ihr von Onkel Doktor erstmal die Diagnose stellen lasst. Ja, das ist ein Stein oder nee, das ist mehr so ein, keine Ahnung, amorphes Zeus. Der kann das ja im Ultraschall erkennen. Zu mir hat man damals gesagt, ich habe einen ganz, ganz breiten Gallengang. Und das ist wichtig. Denn ich weiß, okay, wenn mir da schon so ein Klebekram sitzt, so ein Cholesterinzeus, dann kann das irgendwie abfließen, wenn ich dann diese Leber-Galle-Reinigung mache. Es kann abfließen, weil der Gallengang breit ist. Das hat aber nicht jeder anlagebedingt. Denn Oma beispielsweise, meine Oma, hatte einen Knick im Gallengang. Die hätte diese Kur gar nicht machen dürfen. Denn dann wäre sie immer mit einer Kolik ins Krankenhaus gerauscht. Ist sie schon freiwillig gegangen. Weil dann mussten wirklich die Ärzte mit dem Schlauch kommen und ihr das rausbröckeln. Weil sie ja diesen Knick hat. Und mit diesem Knick im Gallengang ist ihr das natürlich noch viel schneller passiert. Diese Steinbildung oder Konkrement nennt man das auch, Konkrementbildung. Das heißt also, wenn ihr sagt, Mensch, ich will die Leber-Galle-Reinigung mal ausprobieren, kann man machen, ist echt eine Prozedur, ist eklig und ist eine Prozedur. Ihr trinkt ganz viele Apfelsalze in einem bestimmten Rhythmus, ihr trinkt Olivenöl mit Grapefruitsaft, das brennt im Hals und schmeckt ekelhaft. Und dann fangt ihr an und trinkt wieder Apfelsalze und zwischendurch hängt ihr eigentlich nur auf der Toilette. Das ist alles andere als ein Spaziergang. Das ist ein ganz transformatorischer Prozess, sage ich mal. Also da kommt ganz viel im Körper in Gang und bei mir gurgelt es auch heute noch und ich bin ein bisschen angeschlagen. Macht es nicht alleine. Seht zu, dass ihr jemanden dabei habt, der, falls es euch vom Kreislauf her nicht gut geht, euch irgendwie mal eine Wärmflasche machen kann, eine Brühe machen kann oder irgendetwas zur Hand geht, der auch gucken kann, dass er einen Arzt ruft, wenn es nötig wird. Ich kenne mich so ein bisschen mit meinem Körper aus, ich kenne mich mit den Symptomen aus und ich weiß, wo ich dann bin. An welchem Punkt des Prozesses. Aber wenn man das nicht hat, dann kriegt man Angst oder sonst wie. Das ist ja. Und diese Aussage,
Kann man immer machen, ist eine super Sache. Lieber Gallereinigung, Vorsicht, ne? Ihr wisst nicht, was da ist. Habt ihr wirklich einen breiten Gallengang? Habt ihr dort einen Knick drin? Habt ihr dort irgendeine andere Verlegung des Systems, wie auch ein großer Gallenstein? Es kann ja auch ein großer Stein sein, der gar nicht abfließen kann. Und dann geht das nicht. Ich meine, dann schubst ihr euch in eine Kolik und ihr müsst ins Krankenhaus, dann hat das, also, dann hat das Konsequenzen. Das hat es sowieso. Nur da müsst ihr dann mit rechnen. Und es ist eben nicht so einfach. Worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist, diese Abführsalze, die man trinkt, die sind unheimlich aggressiv für die Darmschleimhaut. Unheimlich aggressiv. Und ich kann jedem nur raten, die Schleimhaut danach aufzubauen. Nicht, dass die weiterhin gereizt bleibt, dann durchlässig wird und irgendwann ganz andere Probleme sich einstellen im Körper. Ihr wisst das, mit einer durchlässigen Darmschleimhaut, also mit einem Leaky Gut, kann das zu ganz anderen Symptomen noch kommen. Ihr könnt es mal googeln, Leaky Gut. Aber diese Apfelsalze sind unheimlich aggressiv und die können das machen. So, was ist jetzt Dianas Konsequenz? Meine Konsequenz ist, ich werde mehr Bitterstoffe nehmen müssen. Um die Bitterstoffe drücke ich mich auch so ein bisschen herum. Im Sommer fällt mir das auch leichter. Da kann man dann mal ein Radicchio essen und in den Salat schnibbeln, mit reinschnibbeln. Man kann aus dem Garten ein Löwenzahn in den Salat schnibbeln. Johannes sagte jetzt schon, ja, lass uns mehr die grünen Paprika kaufen, nicht immer die roten. Man kann im Sommer mehr machen. Aber mein Favorit, und das habe ich auch jetzt die Tage wieder festgestellt, sind die Schwedenkräuter. Setzt euch Schwedenkräuter an. Selber, setzt euch die Tinktur an. Die hält ja ewig, weil sie mit Doppelkorn gemacht ist. Die tun gut. Und vielleicht geht der ein oder andere Stein oder das ein oder andere Konkrement auch schon mit den Bitterstoffen ab, von ganz alleine. Bei mir leider nicht, weil das immer so klebrig da hängt. Aber ein Versuch ist es wert. Allerdings muss ich auch die Bitterstoffe mehr in die Ernährung einfließen lassen, konsequenter natürlich, ich weiß das wohl. Ich bin ja auch nicht heilig. So, aber und das ändert auch nichts, wenn da eine Genetik drunter liegt von Oma. Dann kann ich Bitterstoffe nehmen bis zur nächsten, ja, Steinzeit. Aber trotzdem, ich kann das versuchen, rauszuzögern. Das wäre ja auch schon mal was. Na, genau. Also, Schwedenkräuter ist ein wichtiges Stichwort. Setzt euch die an, wenn ihr es nicht gemacht habt. Es ist eine ganz wichtige Tinktur. Und wenn ihr es mal googelt, ihr könnt sie wirklich bei vielen Erkrankungsbildern einsetzen zur Hilfe. Wie die Beinwelltinktur, die ich euch vorgestellt habe, auch ein Tausendsassa. Und vielleicht immer ein bisschen Schwedenkräuter so in so einem kleinen Fläschchen haben und mal so ein bisschen ein, zwei Tropfen nehmen. Es muss ja gar nicht so viel sein. Genau, das ist wichtig. Und diese Lebergallereinigung, wenn ihr es googelt, Vorsicht. Nicht alles so blind glauben. Da gibt es medizinisch noch ganz viele Eventualitäten, wo es dann in die Hose gehen kann oder anecken kann. Muss man nur wissen. Gut, das wollte ich euch erzählen. Nach diesem Video werde ich mich wieder auf mein Sofa begeben, weil es in mir immer noch gurgelt. Also. Wir hören uns beim nächsten Video. Alles Liebe, eure Diana.